Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast von Climate Chance im Rahmen des Klimafastens. Wir von der BUND Jung Niedersachsen haben uns nämlich vorgenommen, für diesen Zeitraum auf bestimmte Dinge zu verzichten, beziehungsweise unser Verhalten umzustellen, um klimafreundlicher zu leben. Und wir haben uns klimarelevante Sektoren ausgesucht, in denen es sich lohnt, sein Verhalten zu verändern. Wir fangen heute mit der Mobilität an, also das ist das heutige Thema, weil der Mobilitätssektor ganz wichtig ist. Und zwar sind circa 13% der globalen Treibhausgasemissionen auf den Verkehrssektor zurückzuführen. Das ist schon ein ganz wichtiger Fakt. Und ein zweiter Fakt, der nochmal untermauert, weshalb die Mobilität so wichtig ist als Thema, ist, dass seit 1990 bis 2017 überhaupt gar keine Einsparungen im Mobilitätssektor stattgefunden haben. Im Gegenteil, die Treibhausgasemissionen sind sogar noch gestiegen in diesem Sektor. Das heißt, hier hat Deutschland noch ganz viel Handlungsbedarf in der Politik, aber auch vielleicht auch wir. Und der Sektor ist halt auch etwas, wo wir selbst was bewegen können. Und wo wir auch jetzt in diesem Zeitraum was bewegen können. Deshalb laden wir ein. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können mit Jonas und Tinka. Ich kann mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Martin von der Bund Jugend Niedersachsen und wohne bei Hannover. Und dann gebe ich an Jonas ab. Ja, guten Tag. Ich bin Jonas. Ich bin dann ebenfalls bei der BUND Jugend Niedersachsen tätig und freue mich ebenfalls hier zu sein. Und dann können wir noch Tinka sprechen lassen. Wir haben nämlich einen besonderen Gast eingeladen. Hi, mein Name ist Tinka. Ich wohne in Hildesheim und habe hier in den letzten 2 Jahren den kostenfrei nutzbaren Hildelastenradverleih aufgebaut. Der läuft unter dem Dach des ADFC Hildesheim, also des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, und da genau genommen des Kreisverbands Hildesheim. Und inzwischen bin ich auch noch in 2 weiteren Fahrradprojekten beruflich aktiv. Einmal mit einer halben Stelle bei Stadtmobil Hannover, also dem Carsharing-Anbieter in Hannover, wo ich damit betraut bin, dort die Lastenradsparte aufzubauen. Und mit einer anderen halben Stelle bin ich in Hildesheim bei den Maltesern tätig, in einem Projekt, das heißt Kulturen. Und da bauen wir einen Rikscha-Fahrdienst auf für Menschen mit Behinderung. Das ist ein Freizeitangebot für diese Menschen. Und genau, da können sie gemeinsam mit Ehrenamtlichen dann auf Kulturrouten starten, zu Kulturveranstaltungen oder in die Natur. Und nebenberuflich bin ich noch, man merkt, ich mag Fahrräder, bin ich zertifizierte Radfahrlehrerin für Erwachsene und schraube ehrenamtlich in der Fahrradservice-Werkstatt Fatze mit seit 5 Jahren und bin derzeit noch Sprecherin vom Forum Freie Lastenräder. Also ich habe ein sehr fahrradorientiertes Leben und habe daran sehr viel Spaß. Okay, das klingt sehr beeindruckend. Also Tinka, für dich sind Fahrräder wohl ganz zentral im Leben, beruflich, ehrenamtlich, in der Freizeit noch persönlich. Das klingt super. Ist natürlich auch für uns als Bund Jugend Niedersachsen toll zu hören. Warum machst du das alles? Was motiviert dich dazu? Ich habe tatsächlich, also ich bin jetzt 31, und als ich jünger war, habe ich mehrmals auch Workshops und Seminare und Kongresse bei der BUND Jugend besucht, und die haben mich immer wieder sehr motiviert. Die haben einen guten Grundstein gelegt. Was mich im Grunde motiviert, ist das Gefühl, dass es richtig ist. Ich sehe halt, was passiert mit dem Klimawandel und denke mir auch, hey, wenn ich nichts dagegen mache, drehe ich durch. Deswegen nutze ich einfach diese Energie, um positive Dinge zu gestalten. Ich finde auch, dass das super viel Spaß bringt und irgendwie sehr sinnstiftend ist und sich einfach gut anfühlt, wenn man dabei tolle Menschen kennenlernt. Und es ist einfach, genau, das ist so die Grundlage. Und vor allem im Bereich Mobilität sehe ich einfach so viele Handlungsmöglichkeiten, die sich relativ leicht umsetzen lassen. Und du hast eben in der Einleitung schon gesagt, dass wir dort einfach in Deutschland, das ist halt der drittgrößte Treibhausgasemittent, und da muss was passieren. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viel Handlungsbedarf ist. Nun ist es halt so, Fahrräder sind vielleicht nicht für alle Menschen etwas. Gerade wenn man vielleicht älter wird, dann kann man nicht mehr aufs Fahrrad steigen. Natürlich gibt es E-Fahrräder, haben wir, glaube ich, alle gehört. Aber für wen sind E-Fahrräder überhaupt etwas? Wie werden sie genutzt? Und inwiefern können sie jetzt für diese Probleme wie der Stau bei der Verkehrswende eine Lösung sein? Du hast vollkommen recht.
Das Fahrrad ist nicht für jeden Menschen das passende Fortbewegungsmittel, aber ich denke, bevor wir schauen, für welche Menschen könnte das Fahrrad irgendwie nicht passen, können wir darauf schauen, für welche Menschen kann es passen. Und da gibt es eine Studie vom OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die kam für die Stadt Lissabon als Beispiel zu dem Ergebnis, dass man mit nur 3% der Fahrzeuge, die dort sind, genauso mobil sein könnte. Alle Menschen könnten in der Stadt Lissabon genauso mobil sein, wenn sie nur 3% der Fahrzeuge nutzen würden. Das heißt, 97% sind überflüssig. Wir müssen halt Verkehr anders strukturieren. Und wenn wir irgendwie diese große Summe Autos rausziehen, ist in der Stadt plötzlich viel mehr Platz für Fahrräder und Fußverkehr und öffentlichen Personennahverkehr. Für diese VerkehrsmittelbenutzerInnen wird der Stadtverkehr auf einmal viel entspannter. Die älteren Menschen, die du angesprochen hast, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr Fahrrad fahren können, da muss man auch fragen, warum fahren sie nicht Fahrrad? Ist es, weil sie wirklich mit dem Gleichgewicht eher Probleme haben oder ist es, weil sie sich super unsicher fühlen auf dem Fahrrad, weil da viele Autos sind? Wenn wir weniger Autos haben, fühlen auch ältere Menschen sich vielleicht wieder souverän mit dem Fahrrad zu fahren. Und auch da, das Spektrum an Fahrrädern, das existiert, ist einfach gigantisch. Also ich habe in Hildesheim letztes Frühjahr vor Corona bei einer Ortsversammlung mit einer älteren Dame gesprochen und ich fragte, ob der ADFC nicht auch mal irgendwie so ein dreirädriges Fahrrad anschaffen könnte. Sie wäre daran interessiert, sie würde gerne Fahrrad fahren, aber auf ihren zweirädrigen fühlt sie sich nicht mehr sicher. Die dreirädrigen sind zu teuer und sie würde es gerne mal ausprobieren. Also da ist wieder schlummerndes Potenzial für die Menschen, die denken, sie brauchen unbedingt ein Auto. Ich habe die Frage, warum brauchen sie das? Pendler sind ein anderer Schnack, aber die Menschen, die irgendwie zum Einkaufen fahren, die ihre Kinder zur Kita bringen, die irgendwie ein Möbelstück abholen, für die sind Lastenräder eine perfekte Angelegenheit. Und da kann man ja auch schauen, wo kann man Verkehrsmittel teilen auf Lastenräder. Nicht jeder von uns muss alles selber besitzen. Okay, das klingt schon sehr, sehr viel, eine richtige Systemtransformation. Ich würde sonst noch einfach nochmal Jonas fragen. Von der technischen Seite, gibt es Nachteile bei den E-Fahrrädern vielleicht? Von der technischen Seite her. Soweit eigentlich nicht, nein. Da kann ich dann eher weniger was dazu sagen. Eher über Autos zum Beispiel. Dann kann ich da ganz kurz einhaken. Also soweit ja, ich weiß, gibt es tatsächlich steigende Unfallzahlen mit Menschen auf Pedelecs. Also ich habe es von einer Weile mal gelernt. Korrekterweise haben wir die Entscheidung zwischen E-Fahrrad und Pedelec. Pedelec ist das, was wir, glaube ich, im Umgangssprachlichen als E-Fahrrad bezeichnen. E-Fahrrad braucht eigentlich ein Nummernschild. Genau, aber von daher. Also es gibt steigende Unfallzahlen mit FahrradfahrerInnen auf Pedelecs. Das liegt aber daran, dass sie oft einfach viel schneller unterwegs sind als die Menschen in Autos das vermuten und dann kommt es halt zur Kollision, weil das Auto irgendwie früher rüberzieht auf die andere Spur und dann haben wir das Problem. Dieses Problem haben wir natürlich nicht, weil wir weniger Autos auf den Straßen haben. Und manchmal schätzen auch die Radfahrenden selber das Verkehrsmittel Pedelec nicht richtig ein oder so, aber prinzipiell ist es ein gutes Verkehrsmittel, weil es neue Menschen aufs Fahrrad holt und auch für Menschen, die eher im ländlichen Raum leben oder weitere Strecken mit zu winden haben, auch denen die Möglichkeit gibt, das Fahrrad zu wählen anstelle des Autos oder auch des Busses, der nur einmal die Stunde fährt oder sowas in der Art. Okay, dann verstehe ich dich praktisch richtig, dass du sagst, nach Möglichkeit sollen eigentlich lieber alle Menschen Fahrrad fahren, von dir aus auch E-Fahrräder, wenn sie es hinbekommen und nach allen Möglichkeiten eigentlich aufs Auto verzichten. Ja, fände ich eine ganz schöne Perspektive. Also man muss berücksichtigen, es gibt Menschen, die können nicht Fahrrad fahren, aus verschiedenen Gründen oder sie wollen es halt wirklich nicht. Niemand soll gezwungen werden, ja. Aber ich bin schon dafür, dass wir Städte so gestalten müssen, die Verkehrswege in Städten so gestalten müssen, dass sie eine Einladung sind, Fahrrad zu fahren. Und aktuell, also es gibt ja so Zahlen, weil, also häufig wird ja über den Fahrradfahrer so pauschal gesprochen oder die Fahrradfahrerin, obwohl meist eher so der Fahrradfahrer. Und da wird vergessen, dass es eine super diverse Gruppe ist. Und
Da gibt es eine Aufschlüsselung. Ich weiß nicht, wie stellvertretend die für alles ist, ne? Aber in einem Buch zum Thema Verkehr, das mir vorliegt, da steht da drin, haben wir ungefähr 4% furchtlose Fahrradfahrer. Das sind wirklich furchtlose. Denen ist es super egal, wie viel Autoverkehr um sie herum fließt. Die fahren gerne schnell. Die wollen niemals auf einem Fahrradweg fahren oder so einem gemischten Gehradweg. Also möglichst Asphalt und schnell. 4%. Dann gibt es die GewohnheitsfahrerInnen. Die fahren regelmäßig Fahrrad zum Einkaufen, zur Arbeit, zur Schule, zum Sport, wo auch immer hin. Sind aber um ihre Sicherheit besorgt. Also die fahren sicher und souverän, aber finden trotzdem, es sind so viele Autos und Ampeln und Kreuzungen sind ein bisschen zu riskant gestaltet und dergleichen. Das sind gerade mal 5% der Bevölkerung oder halt der Radfahrer, nee, der Bevölkerung. Dann gibt es so ungefähr tatsächlich Nicht-Radfahrer, also zum Beispiel Menschen, die wegen des Alters zum Radfahren oder nicht verlernt haben oder kein Fahrrad haben oder einfach nicht wollen, weil sie es blöd finden. Das sind ein Drittel der Bevölkerung. Und dann gibt es noch die Interessierten, die finden das ganz spannend, würden gerne Fahrrad fahren, tun es aber nicht, weil sie einfach wirklich unsicher sind und manchmal auch sehr, sehr langsam fahren. Das sind 60% der Bevölkerung. Also da haben wir enormes Potenzial, was schlummert. Und wenn für die Stadt und Verkehrsraum einfach als Einladung gestaltet wird, mit breiten Radwegen, die baulich getrennt sind, und dann sogar ein paar netten Extras, von denen ich gerne später noch berichte, kann man die vielleicht auch aufs Fahrrad holen. Und hoffentlich verlieben die sich auch noch eine Weile da rein. Mal schauen. Ja, wunderbar. Also ich sehe bei dir gerade so eine bildhafte Vorstellung von der Stadt, wo sich auch ein Großteil der 60% der eher vorsichtigen Menschen aufs Fahrrad wagen. Ja, ich sehe nicken. Ja, das ist schön. Ja, ich finde das auch utopisch. Aber utopisch ist leider auch so aus Sicht der BND Niedersachsen das Stichwort, weil wir reden, wenn wir das besprechen, leider immer noch von Utopien, weil wenn man es objektiv betrachtet, so in den nächsten Jahren, eventuell vielleicht sogar Jahrzehnten, ein Realwechsel in der Verkehrspolitik nicht wirklich zu erkennen ist. Wir haben vielleicht leichte Verschiebungen, die noch kommen werden, aber es ist eigentlich klar aus ökonomischen Gründen, vielleicht auch aus Gründen der Lobbyarbeit, dass die Verbrennermotoren oder vielleicht auch E-Autos wirklich nicht von der Straße verschwinden werden. Also gerade bei Deutschland als Autoland. Und da stellt sich mir dann so die Frage, ja, wie können wir machen? Also wie gehen wir in Zukunft mit den Verbrennern um? Oder was ist bei Autos eigentlich generell, weil wir sie nicht wegbekommen werden von den Straßen, die beste Option? Also es gibt ja auch noch Brennstoffzellen als neue Antriebe. Aber wenn man jetzt diese Möglichkeiten hat, oder auch E-Autos, was sollte man dann nehmen? Und ich würde dann Jonas fragen, weil du dich da wahrscheinlich auskennst. Ja, genau. Richtig. Also unabdingbar für die Mobilitätswende ist ja auch eine wirklich drastische Reduzierung der fahrenden Autos in Deutschland. Das ist natürlich dann eben halt auch das Erste, was natürlich dann auch primär in Fokus genommen werden muss. Und für diejenigen Bereiche, wo dann auch ein Automobil dann ja mehr oder weniger mehr oder weniger notwendig ist, beziehungsweise wo es dann weniger gut ersetzt werden kann, beispielsweise eher weniger in der Stadt, sondern eher auf dem Land zum Beispiel. Genau, da sind dann natürlich dann Autos dann genau, soweit so gut. Genau, wir brauchen nämlich auch noch eine sogenannte Antriebswende. Bedeutet dann, genau, wie du auch schon richtig gesagt hast, weg von den fossilen Brennstoffen, weg von den fossilen Kraftstoffen, wie Diesel und Benzin, hin zu zum Beispiel Strom. Genau, da gibt es dann momentan zwei Varianten, die es momentan gibt oder die möglich sind. Zum Beispiel ein wasserstoffbetriebenes Auto. Das wäre die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit wäre zum Beispiel ein Elektroauto mit Akku. Rein aus der energiepolitischen Perspektive, also sprich, bei welchem Konzept oder bei welchem Auto-Variante
müsste man dann weniger Energie einführen für die ein und dieselbe Fahrleistung, dann sind dann Elektroautos dann wesentlich besser im Verhältnis zu den Wasserstoffautos, da hier dann wesentlich weniger Energie benötigt wird, um die ein und dieselbe Fahrleistung zu generieren. Das hat deshalb zu tun, genau, der Grund ist dann deshalb, weil für das Wasserstoffauto ebenfalls ein Strom benötigt wird. Und dann kann der Wasserstoff wieder getankt werden, wodurch, wie gesagt, dann Strom benötigt wird, der dann in der Brennstoffzelle dann wieder zu Strom wieder umgewandelt wird. So, und dabei entstehen dann relativ große Verluste, sodass dann insgesamt für das Wasserstoffauto, um die ein und dieselbe Fahrleistung wie für ein Elektroauto zu generieren, wir benötigen hier doppelt so viel Strom letzten Endes als bei einem Elektroauto. Von daher ist dann rein aus energiepolitischer Sicht für diejenigen verbliebenen Autos, die da noch fahren, die Elektroauto-Variante mit dem Akku dann wesentlich besser, da hier wesentlich weniger Strom benötigt wird für die ein und dieselbe Fahrleistung. Genau, aber wie gesagt, wichtig ist, dass dann die Anzahl der fahrenden PKWs wirklich drastisch dann auch reduziert wird und das funktioniert natürlich dann auch wunderbar in der Stadt. Okay, ja, danke, spannend zu hören. Also mir war es auch noch neu, dass energetisch gesehen die E-Autos einfach effektiver sind als die Brennstoffzellenmotoren. Ich kann mich auch nochmal bei beiden von euch bedanken für die Differenziertheit eurer Beiträge und auch für die Studien, die ihr anbringen könnt. Das ist wirklich toll so und zeigt ja letztlich auch, wie viel Potenzial eigentlich besteht und dass man wirklich einfach mal Dinge verändern sollte. Tink, hast du sonst noch was hinzuzufügen zu den Autos? Nicht zu den Autos, aber zu dem Punkt, dass du vorhin meintest, naja, also dass die Autos jetzt in Straßen verschwinden, das war ja utopisch. Und das war ja utopisch, dass irgendwie ganz viele Menschen Fahrrad fahren. Dazu mag ich einmal einhaken Gerne. oder einbringen. Dass mich das vor 3 Jahren beschäftigt hat, als ich, da war ich gerade mit dem Studium fertig und wusste, okay, ich möchte in Hildesheim bleiben und hier die Verkehrswende mitgestalten. Und ich habe halt gesehen, okay, wenn man möchte, dass viele Menschen Fahrrad fahren, brauchen wir gute, breite Fahrradwege. Und ich wusste, dass das zu dem Zeitpunkt nicht in einem Kompetenzbereich lag. Fahrradwege zu bauen kostet viel Geld, viel weniger als Straßen zu bauen, ne? Also so Verkehrsflächen für Autos. Also genau, aber Radwege bauen kostet Geld und es kostet Zeit und es dauert, bis man das alles irgendwie durchgebaut hat. Und da wusste ich, okay, das kann ich jetzt hier leider nicht über Nacht ändern. Aber was PolitikerInnen dazu bewegen könnte, sich stärker für den Ausbau von Radwegen einzusetzen, also was sie dazu bewegt, das ist auch bitte wahrscheinlich, dass wirklich viele Menschen Fahrrad fahren. Und hat entsprechend gedacht, gut, Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst da, die gute Fahrradinfrastruktur oder die vielen RadfahrerInnen? Und wusste, okay, dann setze ich jetzt auch das Prinzip, Menschen zum Radfahren zu motivieren und hat dann diesen kostenbenutzbaren Lastenradverleih initiiert in Hildesheim. Und ich finde daran so schön, dass es in meinen Augen wirklich real gelebte Utopie ist. Wir haben nicht nur in Hildesheim, sondern inzwischen in über 100 Städten in Deutschland kostenfrei nutzbare Lastenradverleihe. In diesen 100 Städten sind inzwischen über 400 freie Lastenräder unterwegs. Und das ist wirklich toll, weil Lastenräder extrem viel können. In einer doch recht kleinen Stadt wie Hildesheim vor 3 Jahren noch nicht sehr bekannt waren. Mit Lastenrädern kann man Lasten, also man hat auf einem Lastenrad häufig so ein Zuladungsgewicht von 180 Kilo. Meistens ist in dem Lastenrad in der Kiste eine Sitzbank drin, die man runterklappen kann mit Anschnallgurten für 2 Kinder. In manchen Lastenrädern kann man auch 4 Kinder transportieren. Man kann Babys verkehrssicher transportieren. Man kann Tische transportieren. Man kann wirklich viel damit machen. Man kann große Einkäufe nach Hause bringen. Also es ist wirklich viel möglich und hat Spaß dran. Lastenräder sind also Multifunktionshelden in meinen Augen, haben aber den Schönheitsfehler, dass sie halt echt eine Stange Geld kosten. Und nicht jeder kann sich das leisten. Nicht jede, selbst wenn sie sich leisten kann, legt mal locker irgendwie 2 bis
7.000 Euro für ein Lastenrad auf die Verkaufstheke. Das ist halt echt nicht in jedem, für jeden Menschen erschwinglich. Und deswegen ist natürlich der logische Gedanke, gut, dann müssen wir halt Lastenräder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, kostenfrei auf Spendenbasis, um halt so ein, genau, Gemeingut aufzubauen und zu pflegen. Und ich finde halt super schön zu sehen, ob okay, das funktioniert. Und es hat sich halt das Forum Freie Lastenräder gebildet. Das ist der Zusammenschluss all der freien Lastenradverleihe. Und da wird halt das Wissen geteilt. Es gibt ein Handbuch zum Aufbau eines freien Lastenradverleihs. Das Ganze ist inzwischen auch auf Englisch übersetzt. Mir ist natürlich vollkommen klar, das ist ein kleiner Baustein. Damit schaffen wir nicht die Verkehrswende. Damit kriegen wir jetzt nicht. Ich weiß gerade gar nicht, die Summe der Autos, die in Deutschland für Straßen sind. Das will ich jetzt gerade gerne einsehen. Wir haben halt nicht diese Masse an Autos von den Straßen, aber wir können Anreiz setzen und wir können irgendwie das schmackhaft machen. Und das liegt natürlich irgendwie voll im Gestaltungsbereich des Einzelnen. Und da muss man halt schauen, wo liegen die nächsten Schritte. Aber das ist schon ein guter Schritt, finde ich. Okay, da schlägst du schon richtig viel vor. Also du sprichst von einer gelebten Utopie und ich habe daraus gehört, dass du eigentlich auch die ökologische Gerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit verbinden möchtest. Besteht Ja. das ein richtiger Zusammenhang für dich? Im Bereich Verkehr ziemlich, weil da ja einfach so extrem viele Schönheitsfehler drin stecken, dass die Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen wohnen, das sind für gewöhnlich diejenigen, die jetzt nicht also viel Geld auf dem Konto haben. Das sind ja eher Orte, an denen du nicht so gerne leben möchtest, weil es ist laut, das schlägt auf die Gesundheit, die Luft ist stark belastet, schlägt auf die Gesundheit. Und die Menschen, die da vorbeifahren, sind häufig, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber die Menschen, die in äußeren Bezirken der Stadt wohnen, wo es irgendwie schön und grün ist und die Luft sauber ist und dergleichen. Und das ist einfach für mich einfach eine doppelte Ungerechtigkeit. Und ja, trotzdem wird ja einfach, wenn diese Straßen und Parkplätze und dergleichen, das wird von der Allgemeinheit finanziert über Steuern und so weiter und so fort. Aber in Städten fahren nur 30 bis 50% der Menschen Autos. Autos nehmen einfach so unfassbar viel Raum ein. Ein Parkplatz wird mit 12 Quadratmeter bemessen. Und wo so ein Auto steht, für im Schnitt 23 Stunden am Tag, kann halt nichts anderes passieren. Da kann keine Parkbank stehen, da können sich keine Menschen begegnen, da kann keine Außengastronomie sein, kein Spielplatz, keine Grünfläche. Da steht halt ein Auto. Fertig. Und das ist, finde ich, denke ich, einfach wirklich für die Gesellschaft nicht gut, wenn einfach 19% der Fläche im Schnitt für parkende Autos da ist und nur ein Zehntel davon zum Beispiel für Spielplätze. Das hat für mich dann kein Verhältnis. Okay, ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Also du sprichst ja praktisch die Folgekosten oder verdeckten Kosten des Automobilverkehrs an, die ja finanziell deutlich höher liegen, aber auch aus ökologischer Sicht noch deutlich höher liegen. Also aus der Flächensicht, also der Flächenverbrauch, der so hoch ist, das finde ich alles sehr gute Argumente darstellen. Ich denke, du bist in Hildesheim schon relativ zufrieden mit den Verkehrswegen, die für dich existieren. Vielleicht noch nicht hundertprozentig. Nee. Nein, aber das ist eventuell eine kleine Utopie. Dann kannst du erstmal sagen, was ist denn Hildesheim jetzt noch an Verbesserungsbedarf? Oh, extrem viel. Wir haben ja ein extrem lückenhaftes Radwegenetz. Wir haben 30er-Zonen mit tiefen Schlaglöchern. Also hier ist für den Radverkehr sieht es nicht gut aus. Aber das ist halt so der nächste Schritt. Und da bringe ich mich halt zum ADFC, dann Lobbyarbeit ein und ja, schaue jetzt irgendwie, werde ich irgendwie auch politisch agieren kann. Ja, aber trotzdem sehe ich halt auch die positiven Dinge und orientiere mich. Also ich glaube, mir gibt es irgendwie auch in dieser ganzen Klimakrise und irgendwie den Katastrophen, die ich sehe, auch halt, wenn ich sehe, gut, das sind die Bereiche, wo ich gestalten kann, wo ich Energie reinstecken kann, wo ich Leidenschaft reinstecken kann und da passiert was. Und ich, also über dieses Lastenradprojekt sind in Hildesheim vielleicht so 20 Leute auf die Idee gekommen, ihr Auto abzuschaffen und ein eigenes Lastenrad zu kaufen. Das ist großartig. 20 Menschen in einer 100.000 Einwohnerstadt ist nicht viel,
Aber es sind halt 20 Menschen, die es sonst vielleicht nicht getan hätten. Und damit, das ist schon was. Also, das ist schon was. Da muss man sich auch, glaube ich, an den kleinen Erfolgen erfreuen können. Genau, jeder kann da seine Techniken so finden. Okay, schade, dass Hildesheim nicht so toll ist, wie du es dir wünschst. Aber gibt es denn auf der Welt irgendwelche Gegenden oder irgendwelche Städte, wo es wenigstens so im Ansatz vielleicht besser ist oder wo schon wirklich im Verkehrspolitisch schon mehr erreicht ist? Ich so viel rede. Jonas, magst du auch was dazu sagen? Hast du da irgendwie Ideen? Von dem Part bitte gerade eben diesen Satz rausschneiden. An dem Mensch, der schneidet. Ja, genau, ich würde mich dann auch noch an den Flächenverbrauch an den Autos sich dann auch noch mit anschließen, dass das natürlich dann auch ein sehr wichtiges Thema ist. Genau, und bei einer Reduzierung der Automobile, insbesondere auch in der Stadt, kann man ja wunderbar dann auch, wie du auch schon gesagt hast, die Flächen dann auch noch anders nutzen. Eben halt dann zum Beispiel ja für Grün und auch für Wasserflächen oder auch eben halt dann auch für andere öffentliche Plätze etc. Ich will dazu, ich finde es doch so absurd, ich kenne wirklich Menschen, können Fahrrad fahren, aber tun es nicht. Die fahren Auto, weil sie sich nicht trauen, Fahrrad zu fahren. Und im Auto bist du halt in so einer kleinen Kapsel drin und fühlst dich gepanzert. Das ist absurd. Die wollen eigentlich Fahrrad fahren, aber trauen sich nicht, deswegen machen sie es nicht. Naja, gut. Zu deiner Frage, Martin, mit den Städten, denen es gut klappt, natürlich, denke, da habe ich jetzt gerade jede Hörerin, jeder Hörer zum Beispiel an Kopenhagen. Und ja, zum Beispiel, wenn man da Umfragen sich anschaut, wo Leute sagen, warum fahren sie viel Fahrrad, da sagt es so, dass die 8% Leute sagen, ich fahre Fahrrad, weil das am umweltfreundlichsten ist. Sowas wie 40% sagen, ich fahre Fahrrad, weil es am bequemsten und am schnellsten ist. Und ich finde es ja ehrenwert, wenn Leute aus Umweltschutzgründen Fahrrad fahren, das ist toll. Aber es ist natürlich noch viel alltagstauglich, wenn Leute sagen, ey, das ist die logischste Konsequenz. Ich bin schnell und bequem da. Warum soll ich in irgendeinem Stau stehen, wenn ich in Kopenhagen zum Beispiel mit einer grünen Welle durch die Stadt komme? Da ist nämlich, die Ampeln sind so eingestellt, dass du, wenn du 20 km/h als Geschwindigkeit hältst, kommst du halt durch. Also da bist du dann in deiner grünen Welle. Und die haben sogar so eine Art, manchmal, ich weiß nicht, was ich ausgedrückt habe, so eine Art LED-Leitsystem, das sind im Boden so grüne LED-Lampen. Und wenn du irgendwo lang fährst und du fährst recht langsam, du siehst auf einmal verschwinden diese Lampen, die sind halt nur an den Hauptrouten und Vorampeln, ne? Und wenn du dann siehst, okay, die grünen Lichter vor dir erlöschen, dann musst du halt in die Pedale treten, damit du noch bei grün über die Ampel kommst. Das gibt dir halt quasi so an, ob du jetzt schneller fahren musst. Das haben in Groningen, einer niederländischen Stadt, haben die dort auch noch anders optimiert. Da gibt es ein grüne Welle-System, das heißt Flo, also ohne W, sondern eher so der Abkürzungsname von Florian. Und da sind 100 Meter vor Ampeln so kleine Säulen mit einem Bildschirm. Und wenn, also das Ziel ist, du sollst die Ampel bei Grün erreichen. Das ist bequemer fürs Fahrradfahren, das kostet weniger Energie und so. Wenn du, also diese kleine Stele, die erkennt halt, wie schnell fährst du. Und wenn du schneller fahren musst, um die Ampel zu kriegen bei Grün, dann wird dir ein kleiner Hase angezeigt, der läuft. Wenn du langsamer fahren musst, um die grüne Ampel zu bekommen, weil gerade ist noch rot, also wenn du langsamer fährst, wird sie grün, wird dir eine Schildkröte angezeigt, die vor sich hinkriecht. Wenn du in der richtigen Geschwindigkeit fährst, wird dir ein Baum hochgezeigt. Und wenn die Ampel so oder so rot ist, weil es irgendwie eine große Straße ist und da ist es halt gerade 40 Sekunden rot, dann wird eine Kuh angezeigt, die sich hinsetzt. Und das sind halt auch so Elemente, die bringen so was Spielerisches rein. Und ich glaube, das lockt auch nochmal viele Menschen aufs Fahrrad, weil es irgendwie so der Weg zur Arbeit bringt dann bereits ein Lächeln aufs Gesicht, eine nette Sache ist. Und das ist natürlich auch jetzt wirklich Königsklasse. In Groningen und anderen dänischen Städten gibt es an vielen Ampeln auch einen Regensensor. Wenn es regnet, dann haben Radfahrende schneller grün und länger grün. Das
sehr gerecht ist, wie ich finde, weil die Menschen im Auto sitzen im Trockenen und sind ja, recht schnell unterwegs und bekommen alle gleichzeitig an. Ja, vielen Dank. Da hast du jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Also wirklich, hast du einmal gesagt, dass man wirklich so die Strukturen innerhalb der Stadt eigentlich komplett umbauen müsste, viel, viel mehr auf den Fahrradverkehr fokussieren müsste, da auch mal investieren müsste, wie halt so Zeichen einbauen müsste für Fahrräder, für Fahrradfahrer, damit sie wissen, wann sie fahren können, wann sie vielleicht sogar schneller fahren müssen, wann sie anhalten dürfen, damit es ihnen einfach besser geht. Und durch solche Veränderungen oder auch durch so eine grüne Welle, die natürlich ein richtig großer staatlicher Einfluss vielleicht schon ist, sollen dann mehr Fahrradfahrer motiviert werden, aus Fahrrad zu steigen. Das ist sehr gut verständlich, da fordert auch viel. Ich finde es gerade zu diesem Ansatz mit den Tieren auch sehr, sehr witzig und spannend, weil es zeigt, dass wirklich der menschliche Spieltrieb ausgenutzt wird, was auch einfach psychologisch ja belegt ist, dass wir eigentlich alle auf Möglichkeiten zum Spielen reagieren und sie nutzen möchten. Mir sind jetzt eigentlich noch zwei Fragen gekommen dazu. Gerade so eine grüne Welle für Fahrräder, das ist ja schon mal was ganz anderes. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich durch die Straßen fahre, habe ich häufig grüne Welle für Autos. Also eigentlich eine 180-Grad-Kehrtwende. Wie rechtfertigt das Kopenhagen? Reichen da die momentanen Bedarfe aus? So die Klimakrise, die du angesprochen hast, reicht das aus, um sowas zu rechtfertigen? Weil es gibt ja auch sicherlich viele andere gesellschaftliche Akteure, die so etwas nicht gut finden. In Deutschland wäre es zum Beispiel der ADAC, der sich wahrscheinlich eher dagegen stellen würde. Und weshalb haben Sie diese gesellschaftliche Akzeptanz? Gibt es da irgendwelche Partizipationsverfahren in Kopenhagen? Zuerst auf den ADAC eingegangen. Ich saß vor 2 Jahren mal in einem politischen Gremium, wo der ADAC dabei war, und ich war komplett irritiert, weil die Frau, die für den ADAC da war, selber meinte, ja klar brauchen wir Fahrradförderung. Und das fand ich so schön, weil sie einfach diese Logik verstanden hat. Für Radfahrer, also für Autofahrende, ist das Autofahren entspannter, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren. Also jeder Mensch weniger in einem Auto ist gut für die anderen Autofahrenden. Und die Frau hat selber total eingesehen, es müssen garantiert nicht alle Menschen wirklich unbedingt Auto fahren. Und ich fand es sehr schön, dass sie das irgendwie sehr kooperativ betrachtet hat. Ich weiß aber nicht, ob das überall Deutschland so aussieht. Aber inzwischen hat der ADAC, soweit ich weiß, auch eine Versicherung für Pedelecs, weil die gemerkt haben, okay, die Menschen fahren nicht mehr alle Autos. Und sie müssen die Leute irgendwie bei sich behalten. So viel dazu. Die andere Frage, ja genau, inwieweit Kopenhagen ist rechtfertigt. Ich weiß nicht, inwieweit es da aktuell Beteiligungsverfahren gibt. Ich weiß, dass diese ganze Wende Kopenhagens hin zu einer Fahrradzone in der Stadt so etwa in den 70ern begonnen hat. Damals fing dort ein Verkehrsplaner, den ich sehr schätze, der heißt Jan Gehl, an zu arbeiten. Das Gute war halt, dass er sich während seines Studiums in eine Psychologin verliebt hat, die er dann auch geheiratet hat. Und diese Psychologin hat immer gefragt, Jan, wieso baut ihr Verkehrsplaner und Architekten immer Städte, wo ihr überlegt, wie sehen die schick aus? Wieso fragt ihr nicht die Menschen, wo sie sich wohlfühlen? Und warum beachtet ihr in irgendwie x Semestern Architekturstudium, wieso habt ihr nicht ein einziges Seminar zur Psychologie des Menschen, wo der sich wohlfühlt, was der braucht, in welchem Habitat er sich wohlfühlt? Und das hat ihn in seinem Wirken und Arbeiten sehr beeinflusst. Damals gab es eine sehr offene Stadtverwaltung in Kopenhagen, und dann fingen sie halt an, eine sehr zentrale Hauptverkehrsachse in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Die LadeninhaberInnen haben erst gedacht, wir werden sterben, die Läden werden bankrott gehen. Das Gegenteil war der Fall. Weil auf einmal waren Menschen in Schlenderlaune, fühlten sich wohl und gaben Geld aus und verweilten. Und das war sehr gut. Und inzwischen sind tatsächlich in Kopenhagen einfach sehr, sehr viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs, sodass die Rechtfertigung, glaube ich, gar nicht mehr so stark aufgebracht werden muss, weil einfach sehr viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und deswegen machst du halt Politik für eine bestimmte Gruppe, die einfach groß und divers ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kopenhagen da einfach auch sieht,
Das ist das Gesundheitssystem, was ja auch quasi die Allgemeinheit belastet, einfach ganz stark entlastet, wenn Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch gesünder sind und einfach weniger krank sind und dadurch einfach weniger Geld für dieses Gesundheitssystem ausgegeben werden muss. Das ist natürlich auch eine Entlastung der Allgemeinheit. Okay, du sagst also aus, dass das Gemeindewohl eigentlich durch diese neue Verkehrsausrichtung in Kopenhagen eigentlich nur profitiert. Also das macht Kopenhagen jetzt schon lange so. Also das Gesundheitssystem wird entlastet, das psychologische Wohlbefinden konnte angehoben werden in Kopenhagen. Ängste, die in der Bevölkerung vielleicht mal bestanden, konnten gar nicht bestätigt werden. Also das Wirtschaftswachstum scheint jetzt nicht so eingegrenzt zu sein. Also Lehen, nein, sind sie nicht, geschützt. Nee, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Fakt ist, sogar für Unternehmen und Arbeitgebende hat es einen positiven Effekt, weil Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, für gewöhnlich konzentrierter bei der Arbeit sind und fitter sind und gesünder sind. Die haben im Schnitt im Jahr 3 Krankheitstage weniger. Ein Unternehmen mit mehreren 100 Angestellten schlägt das echt zu Buche. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Wirtschaftswachstum durch Fahrradfahren gepusht wird. Zumindest sollten alle, die sofort Kopf schütteln, die Hände über den Kopf schlagen, weil sie sagen, das tut der Wirtschaft nicht gut, das mal überdenken. Weil der Radverkehr in Städte, die durchaus ja alle eher am Kranken sind, durchaus positiv beeinflussen könnte. Okay, ja wunderbar, das reicht mir noch alles als Rechtfertigung, glaube ich, aus. In der Gesamtheit sind da wirklich eine Vielzahl an Argumenten. Ich kann eigentlich nur noch nachtragen, ja, Partizipationsverfahren bestanden eigentlich nahezu die gesamte Zeit in diesem Verkehrsumbau von Kopenhagen und bestehen auch noch immer noch. Das habe ich gelernt von Stefan Rammler in seinem Buch Volk ohne Wahlen. Das heißt, auch demokratietheoretisch wurde eigentlich darauf geachtet in Kopenhagen, dass es partizipativ ist, dass es gerecht ist, dieser Wechsel in der Verkehrspolitik. Das heißt, sie wurde auch wirklich sehr demokratisch vorgegangen. Ja, möchte sie da noch was hinzufügen? Ich denke nicht. Okay, Jonas, kannst du dann einfach sagen. Sonst würde mich noch interessieren, gibt es noch irgendwas in anderen Städten? Also wir haben jetzt viel über Kopenhagen geredet. Gröning hast du mal erwähnt, aber ja, was haben sich andere Länder so einfallen lassen? Also Groningen hat auch in den 70er Jahren etwas eingeleitet. Das Problem, was wir großteils ja haben, ist, dass wir haben eine gebaute Stadt. Wir können jetzt nachträglich nicht sagen, okay, wir bauen hier einen breiteren Radweg, wir müssen Flächen anders verteilen. Und wenn wir sagen, ein Radweg soll bitte auf jeder Fahrseite 2 Meter breit sein, aber die Fahrspur für Autofahrer, da muss auch nochmal irgendwie 3 Meter pro Stück breit sein. Also das passt ja alles nicht. Wir können ja nicht die Häuser außen wegnehmen, die stehen. Und dadurch ist einfach der Raum eingeschränkt. Groningen hat jetzt was sehr Cleveres gemacht. Die haben die Stadt in 4 so geviertelt in gewisser Weise. Es gibt jetzt halt, ja, so 4 Quartiere und du kommst von jedem Quartier in das andere mit dem Auto, musst dafür aber einen ziemlichen Umweg in Kauf nehmen. Du musst halt auf eine Ringstraße fahren, um einmal außen rumzufahren. Wenn du quasi in Quartier 1 starten willst, in Quartier 3, musst du erst quasi aus Quartier 1 raus und Quartier 2 rum und in Quartier dann von der Seite, also Quartier 3 von der Seite reinfahren. Heißt, Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, weil sie zum Beispiel irgendwie eine Gehbeeinträchtigung haben. Die kommen mit dem Auto an, brauchen für die Strecke aber vielleicht 12 Minuten. Die gleiche Strecke brauchst du mit dem Fahrrad, aber nur 2 Minuten. Das heißt, alle Menschen, mit deren irgendwie Fitness und körperlicher Möglichkeit es irgendwie im Einklang steht, für die ist es viel bequemer und besser und logischer, das Fahrrad zu nehmen. Und dadurch hat Groningen einfach sehr viel Platz auch für Fahrradverkehr gewonnen, weil auch relativ stark mit Einbahnstraßen gearbeitet wurde. Wenn wir irgendwie schauen, okay, wir haben bei einer Straße irgendwie eine Fahrbahn weg, weil wir ein Einbahnstraßensystem haben, haben wir plötzlich einen super breiten Fahrstreifen für Fahrradfahrer und hoffentlich auch noch einen breiten Gehweg für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Das ist sowas, was mir Mut macht, wo ich mir denke, okay, der Raum ist da, wir brauchen halt richtig viel politischen Mut, um sowas in deutschen Städten umzusetzen.
Ja, das sehe ich genauso, aber ja, finde ich cool, dass Groningen das dann so gewagt hat, ohne dass sie dabei jetzt auch überhaupt die Entscheidungsfreiheit komplett einschränken würden von den Autofahrern, weil sie haben ja weiterhin die Option zu fahren, wie du sagst. Dann würde ich sagen, wir unterhalten uns schon eine ganze Weile. Wir haben richtig viel gehört. Vor der Schlussrunde will ich aber trotzdem mal fragen, hat jemand von euch noch irgendwie etwas, was er jetzt loswerden möchte? Vielleicht irgend so ein Detail, was nochmal einiges zum Lachen bringen könnte? Ja, ich fand das auch richtig, richtig cool. Und habe auch noch einiges dann noch dazugelernt, da zum Beispiel nee, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, also die Einführung von den jeweiligen Tieren auch, dass man das dann auch noch mit beeinflusst, sowie auch noch, dass man wirklich auch noch das Fahrradfahren in der Stadt auch, dass sich dann auch wirklich auch fördert, sodass dann auch wirklich auch einen Anreiz gibt, ey, das Fahrradfahren ist ja doch viel, viel besser somit, als das Auto zu benutzen. Bin ich voll dabei. Und vielleicht noch als lustiger Schlussfakt, weil du, Martin, vorhin auf den Spielzug des Menschen angespielt hast. In Kopenhagen gibt es Mülleimer entlang von Fahrradrouten, die schräg aufgestellt sind, sodass du während der Fahrradfahrt bequem irgendwie deinen Apfelschnirpsel da reinwerfen kannst. Genau. Wird gut angenommen. Okay, ja, gute Option da. Ja, dann würde ich jetzt das Schlusswort so einleiten. Ihr könnt auch noch mal gleich zum Wort kommen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier hinsetzen zu können, mit euch sprechen zu können, von eurem ganzen Wissen zu profitieren. Das ist ja wirklich schon richtig wichtig in eurem Leben. Bei Tinker, aber auch bei Jonas, der sich ganz viel mit Mobilität beschäftigt. Ich habe eigentlich am meisten gelernt, so, ja, eigentlich noch mehrere Dinge jetzt. Mit dem ADAC, dass er gar nicht komplett gegen Fahrräder jetzt so eingestellt ist oder es im Gegenteil sogar gut findet, wenn Fahrradförderung auch stattfindet. Ich habe auch von Jonas gelernt, dass E-Autos energetisch gesehen bei den Autos doch noch die beste Option ist. Hat bei mir auch das Bild über die Autos nochmal ein bisschen verändern können. Und dann wird sich der Fakt war eigentlich, doch die Tiere, dann, die auch schon in der Mitte des Gesprächs genannt wurden, von Tinker, dass man Hasen sieht oder Schildkröte oder eine Kuh mitten in Kopenhagen. So. Ich bin sowieso ein Tierfreund und ich würde mich auch mega freuen, wenn das mal in Hannover wäre zum Beispiel. Dann gebe ich nochmal ab. So. Habt ihr was gelernt heute? Was war für euch neu? Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es richtig gut ist, sich mit Menschen über das Thema auszutauschen, für das man brennt und so neue Ideen zu gewinnen und weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir brauchen. Das ist immer wieder sehr gut und sehr bestärkend zu schauen, wo haben wir im gleichen Interessensfeld gute Ideen und wie kann man die kombinieren. Oder es ist auch schon beruhigend zu wissen, okay, in dem Bereich läuft auch was gut, ich muss mich nicht drum kümmern. Ich konzentriere mich auf meinen Bereich und das machen wir alle parallel in Austausch miteinander und vernetzt. Und dann können wir echt was Gutes gestalten, würde ich sagen.